Kämpfer willkommen! Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Ja, und ich bin hier in der zweiten Runde meines Turniers. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Ja, dann komm her. Junge. Will er nicht. Alter. Er hat gezogen, ne? Schade. Alter, mach keinen Scheiß. Hör auf! Lass! Junge! Alter, also, Schnauze voll. Er tritt nicht immer hier. Junge, auf die Mütze. Alter!
Noch genau auch mal eine. Er haut mich. Alter, ist sehr schnell, ey. Ach Gott, das sieht nicht gut aus. Nee. Der erste Sieger des Turniers lautet Thaddäus, Befehlshaber der Thallenberger Wache. Aber er ist wenigstens der Befehlshaber. Waffenwechseln für den zweiten Kampf. Kurzschwert. Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Okay. Schauen wir mal, ob das besser funktioniert. Alter, du bist so aggressiv. Alter. Ne, keine Chance. Das war's. Der Sieger des zweiten Kampfes ist Thaddäus, Befehlshaber der Thallenberger Wache. Mit seinem Sieg in dieser Runde hat er seine Kampffertigkeiten unter Beweis gestellt und erreicht die nächste Runde des Rataya-Turniers. Ja, Majot. Aber wenigstens bin ich wieder gesund. Hochverehrte und vornehme Leute, Freunde und Nachbarn, willkommen zum berühmten Turnier von Rattay. Einem Turnier, bei dem die tapfersten Recken der gesamten Provinz ihre Kräfte messen. Einem Turnier, bei dem Nervenkitzel, Überraschungen und Ruhm nie zu kurz kommen. Hiermit erkläre ich das Turnier für eröffnet. Streiter, macht euch bereit! In dieser Runde beweist seinen Mut Pavel, genannt Rehbock, aus der Garnison von Herrn Sebastian vom Berg. Ach, und ihm steht gegenüber Kohlmann aus der Wache von Herrn Hanusch von Leipa. Wieso darf Pavel nochmal kämpfen? So. Ja, an die Scheiß Dings komme ich nie dran. Gut. Billig. Ach man. Aber hat natürlich auch so seinen Reiz, ne? Da weiß ich, alles klar. Ich muss noch. Viel zu lernen, ich hab, junger Padawan. Ich dachte, ich habe hier den Sohl mal fachgerechter zerschnitzelt. Wird das auf dem Turnier auch, aber
Wenn es halt nur ums Können geht, ne, ist das eine andere Sache. So. Als ich noch Internet hatte. Da habe ich mal nachgeguckt, wie man effektiv Bogen leveln kann. Und das kann man effektiv, sagte man mir, also Glück und Gesundheit. In dem Video, mit dem Spiel Klötze. Ich würde es gerne noch einmal versuchen. Sicher doch. Ah, noch ein Klotz. Sehr gut. Also, wie viel setzte? Der sagte, also immer den höchsten Einsatz, gibt die meiste Keine EP. Keine halben Sachen in Zeiten wie diesen. Damit steht die Wette. Hier, deine Pfeile. Gott behüt dich. Und es ist nicht unbedingt erforderlich zu gewinnen, sondern versuch nur, das zu überbieten. Scheiße. Das schaffe ich gleich. Scheiße. Getroffen. Ihr habt keine Chance, ihr Taugenichtse. Zu hoch. Treffer. 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 Verdammt, Treffer, das war der Wind. Ja. Verfehlt. Einer geschafft. So, wir haben keine mehr. 14 Treffer. Ganz entspannte Führung haben wir hier. Können wir den Bogen auch wegpacken? Wo sind die denn? Verdammt, das war der Wind. Wieder ins Ziel. Scheiß Büsche. Ich bin froh, dass meine Pfeile schon weg sind. Getroffen. Einer geschafft. Getroffen. Treffer. Tja, zu schade, dass das nicht auf Geschwindigkeit geht, ne? Ja, aber ihr habt nicht mehr allzu lange Zeit, ne? Also gleich sind da die Stromschnellen. Zah, hab ich gewonnen. Ey, Junge, nicht weglaufen. Und, wie war ich? Gut gemacht, Heinrich. Du bist Erster. Scheint, als wärst du ein waschechter Schütze.
Im Vergleich zu mir bist du zwar immer noch ein Milchbart, aber trotzdem nicht schlecht. Ja. Da, dein Gewinn. Hoffentlich spielst du damit wieder mal eine Runde. Danke. Lebe wohl. Gut. So, ich werde jetzt ein bisschen grinden und wir sehen uns dann ja, gleich wieder. Ich wünsche euch was. Ja. So. Hier spricht Zukunftsmesur. So, und ihr wundert euch vielleicht, warum ihr jetzt da meinen Grind seht. Hat den ganz einfachen Grund, nachdem ich angefangen habe zu grinden, die zweite Session hier mit den Klötze-Spielchen, habe ich 18 von 20 Pfeilen ins Ziel gebracht und bumm, da habe ich einen gegen Schädel gekriegt von dem Typen. Ein Pfeil. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ich habe 18 Pfeile ins Ziel gebracht von 20. Und der Typ sagte mir dann, yo, du hast meinen Rekord geschlagen. Super Typ. Ich habe da was für dich. So, danach hatte ich die Aufnahme wieder angemacht für euch. Und ja, wollte dann mit euch zusammen die Sache da, die er mir geben wollte, abholen. Ne? Stand wieder so verwirrend. Ich habe ihn auf dem Weg angequatscht. Es stand, ich soll ihn in seinem Haus besuchen. Wenn ich zu seinem Haus hingegangen bin, dann war er gleich wieder, was willst du hier? Was willst du hier? Naja, auf jeden Fall war ich wieder maximal verwirrt und dachte, ja, ein Bug. Arschlecken, gut ist. Ne? So, dann habe ich weiter aufgenommen. Und ja, dann fing mein Nachbar an zu bohren. So, und dann habe ich schlussendlich entschieden, ja, die Aufnahme abzubrechen und dann später nochmal zu grinden. Und deswegen, das ist dieses später, das Grinden. So, und ich dachte, okay, ne, ich habe 17 von 20 Pfeilen schon mal wieder da reingedrückt, hat er mir gesagt, bist Milchbubi gegen mich. Jetzt habe ich 19 von 20 Pfeilen ins Ziel gebracht. Leider Gottes sagt er dann jetzt gleich auch, ich bin Milchbubi, ne, deswegen, ich habe das jetzt mal alles da so ein bisschen vorgespult, weil zum Bogengrinden ist das Klötzespiel echt gut. Ja? Deswegen, also, dauert ungefähr eine Minute, die Pfeile abzuschießen, dann müsst ihr halt noch 4 Minuten warten, bis die anderen dann soweit sind. Ich weiß nicht, was die da machen. Die gucken immer Löcher in der Luft. Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, ja, nebenher noch ein bisschen Kräuter zu sammeln. Na, was soll ich da doof rumstehen und in der Gegend rumgucken? Von daher haben wir schön ordentlich Kräuter gesammelt, auch ein Level gemacht beim Kräutersammeln. So, und jetzt könnt ihr sehen, ich bin bei 9,5 beim Bogenschießen. So, mein Plan war, bis 10 zu grinden, weil dann kann ich hier bei einem Jäger oder wo auch immer, kann ich nochmal hier so eine Stufe lernen für Geld. So, und die sind jetzt, der eine hat noch 4 Pfeile und hat 13 Treffer. Der andere hat 14 Pfeile und 2 Treffer. Ich weiß nicht, was der da macht. Der guckt Löcher in der Luft. Ich weiß es nicht. Ja. Aber echt ein wunderschönes Spiel. Ne? Deswegen, ich habe jetzt mal eben so ein bisschen den Blick schwelgen lassen. So. Und? Wie war ich? Gut gemacht, Heinrich. Du bist Erster. Scheint, als wärst du ein waschechter Schütze. Im Vergleich zu mir bist du zwar immer noch ein Milchbart, aber trotzdem nicht schlecht. Da, dein Gewinn. Hoffentlich spielst du damit wieder mal eine Runde. Ich würde es gerne noch einmal versuchen. Sicher doch. Ah, noch ein Klotz. Sehr gut. Also, wie viel setzt du? Keine halben Sachen in Zeiten wie diesen. Damit steht die Wette. Hier, deine Pfeile. So, dann setze ich noch eine Runde. Weil ich will halt auf 10 kommen. Und ich habe gesehen, 9,5 war ich. Ne, und da macht man ein gutes halbes Level. Ne, also der eine Durchgang, der reicht jetzt noch, um dann eben auf 10 zu kommen. Zock. Deswegen alles mal hier im Schnelldurchlauf. Ne.
Deswegen. Ich will euch nicht über Gebühr quälen. Ich habe mir nur mal gedacht, ist vielleicht mal ganz interessant zu sehen, wie gut, wobei weiß ich gar nicht. Deswegen, ich hab's nur bei YouTube hab ich's gesehen, da hat es einer eben empfohlen, wenn man Bogen leveln möchte, sagte er, soll man hier das Klötzespiel machen. Nur ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich habe jetzt zwischen 7 bis 10 Runden habe ich gespielt und ich kann jetzt Klötze auch nicht mehr sehen. Ist auch immer so ein, ja, so eine Sache, ne? Jetzt habe ich 16 Treffer. Gerade ist der Baumstumpf nochmal einmal weggehüpft. Ja, und das ist halt immer nervig, ne? Man hat keine Pfeile mehr, ist eigentlich fertig. So, Kräuter sind auch jetzt schon wirklich schwer zu finden, weil ich da alles abgegrast habe. Ja. So, zeige ich euch nochmal. Da, 9 und ein bisschen habe ich. Fehlt mir noch. Also nicht 9 und ein bisschen, sondern ein bisschen was fehlt für Level 10. Und die EP, die wird halt erst gut geschrieben, nachdem ihr halt hier euren Gewinn oder eben euren Verlust abgeholt habt. Der Typ bei YouTube sagte, dass das keine Rolle spielt. Also ob ihr gewinnt oder verliert, spielt keine Rolle. Ihr kriegt immer dieselbe EP. Ob das der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Ja. Mir ist halt eben nur dann, weil, wie gesagt, mein Nachbar fing wieder blöde an zu bohren. Na, deswegen heute ein Horrortag. Ein Horrortag. Na, erst stehe ich schön morgens früh auf. Ich habe mich gefreut. Na, ich war gestern beim Sport, bin früh ins Bett gegangen. Na, war heute früh wach, dachte mir, komm, lädst die Folgen hoch. Bam, fliegt mir das Internet um die Ohren. Dann denke ich mir, okay, brauchst ja nicht, kannst ja offline spielen. Und? Wie war ich? Gut gemacht, Heinrich. Du bist Erster. Scheint, als wärst du ein waschechter Schütze. Im Vergleich zu mir bist du zwar immer noch ein Milchbart, aber trotzdem nicht schlecht. Da, dein Gewinn. Hoffentlich spielst du damit wieder mal eine Runde. Lebe wohl. Kannst ja offline spielen. Na, und dann fängt der Typ an zu bohren. So. Ja, hallo und immer noch Zukunftsmesul. Denn, ja, nachdem ich, ja, ich habe ja die PS5. Die PS5 hat in ihrem beplüsten Pad ein Mikrofon mit eingebaut. Und das hört immer zu. So. Und wenn ich dann sowas wie gerade aufnehmen möchte, muss ich dran denken, das Mikrofon auszustellen. Ich habe dran gedacht, das Mikrofon auszustellen. Ich habe nur nicht dran gedacht, es wieder einzuschalten. Denn ich habe mein Headset auf, bin mit euch am Quatschen, ne, guck mir die Aufnahme an und mir fällt auf, ja, mein Kommentar fehlt. Sprich, ich muss jetzt alles nochmal nachkommentieren, was Vergangenheitsmesul da getrieben hat. So, und ja, wir sind jetzt Bogen 10. Gleich fällt dem Heinrich auf, da gibt es überhaupt keine Perks. Und dem Heinrich ist eben aufgefallen, weil, wie gesagt, ne, also ich hab das alles schon mal gespielt gehabt. Nur dann fing halt der bescheuerte Nachbar an zu bohren und ich wollte euch nicht quälen, indem ihr da ja andauernd solche Störgeräusche mit auf der Aufnahme mit drauf habt. Und hab dann alles wieder gelöscht und hab einen alten Speicherstand gewählt und alles nochmal von vorne gezockt. So, und ja, so schlau war ich jetzt in dem Moment nicht. Da hatte ich nämlich nie mehr gespeichert. Ne? Mir ist halt nur eben aufgefallen, weil nachdem ich ursprünglich 2 Runden Klötze gespielt habe, war auf einmal Nacht. So, dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimm mal hier die Raststätte, ne? Dann kriegst du eine Kiste, wollte man meine Kiste leer machen. Und dann fiel mir auf,
dass ich da einen Federkiel im Inventar drin habe. So, und ich habe euch erzählt, dass der mir hier, nachdem ich 18 von 20 Treffern hatte, erzählt hat, von wegen, ich hätte seinen Rekord geschlagen und dass er jetzt was Besonderes für mich hätte und mir einen Kniff beibringen möchte, den er leider nicht mehr machen kann, weil er irgendwie die Hand kaputt hat oder wie auch immer, ich weiß nicht was. Auf jeden Fall war mir nicht klar, was ich überhaupt bekommen habe. Ne? So. Und dann gucke ich rein und dann ist da so ein Federkiel. Der hat weder ein Gewicht, noch hat er einen Wert. Ja, und wenn ich auf Informationen drücke, dann die Feder ist mächtiger als das Schwert, heißt es. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, wurde sicher nicht alt. Mehr steht da nicht. Und das ist das einzige Item, wo ich mir nicht erklären kann, wo es herkommt. Und es muss dann offensichtlich von diesem, wie heißt der Typ, Feckel? Ne? Der Bogenschieß Heini mit seiner Klötze. Ne? Von dem muss ich das offensichtlich haben. Denn wie gesagt, der wollte mir irgendwas geben, ich verstehe es nur nicht. Ne? Von daher, Ronny, wenn du das siehst und mir erzählen kannst, wofür dieser bescheuerte Federkiel gut ist, ne? Dann hau in die Tasten. Bitte, bitte. So. Bogen, wie gesagt, auf 10 und ein bisschen. Nur mir fällt gerade auf, da gibt es überhaupt keine Perks. Ne? Von daher ist, glaube ich, vollkommen Latte, oder? Oder ich weiß nicht, was das Grinden mit dem Bogen soll überhaupt. Ne? Also ich kriege keine Perks, dass ich besser schieße oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ne? Doch, jedenfalls ist jetzt mein Plan, wie auch in der alten Folge, weil mir fiel eben auf, dass, beziehungsweise ich habe es im Hinterkopf, ich habe ständig diese bescheuerten Hirschhäute im Inventar, die ich jedes Mal verticken will und dann fällt mir ein, ach nee, den will ja irgend so ein Gerber, will die Dinger ja haben. So, und von daher war in der ursprünglichen Aufnahme, bin ich nach Thalmberg, um die Hirschhäute loszuwerden. Nur dann fiel mir ja auch ein, wir haben ja da die Schatzkarte 18 und da ist ja in der Nähe von Thalmberg wohl ein Schatz versteckt. So. Und dann möchte ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und dann in Thalmberg zum einen erstmal den Schatz heben und dann zum anderen die Hirschhäute loswerden. Das habe ich gerade überlegt, weil da hätte ich ja noch mal einen Speicherpunkt. Aber ist er jetzt Latte? Ihr seht's ja. Und ich kann es ja einfach noch mal nachkommentieren. Passt auf jeden Fall. Passt wie Arsch auf einmal heute zu dem kompletten Tag. Ja, deswegen, ich habe mich so gefreut. Ne? Ich denke mir so, boah, geil. Ich gucke aus dem Fenster raus, nur am Regnen, den ganzen Tag. Ich denke mir so, wie geil ist das denn? Ja. Kannst heute gar nichts Vernünftigeres machen, als zu zocken. Weißt du, dann möchtest du zocken, Internet weg. Ich weiß, Internet brauche ich nicht, um Kingdom Come Deliverance zu spielen. Aber ist halt nervtötend, wenn du gerade Folgen hochladen möchtest und kannst du nicht, weil Internet weg ist. Da hast du schon so einen Hals. Na? So, dann hast du Internet, irgendwann kommt Internet wieder. Na? So, und dann guckst du rein, weil im Durchschnitt sind so 6 GB eine Folge, ne? Dauert 43 Minuten. Gut ist. Ne? Dann hast du eine Folge oben. So, dann gucke ich rein, das dauert dann auf einmal 5 Stunden. Also ich habe Internet, aber nicht in der Geschwindigkeit, die ich gewohnt bin. Wieder so ein Hals, weil ich mir denke, ja, leck die Ziege. 4 Folgen, 5 Stunden, sind 20 Stunden. Einen ganzen Tag lang Folgen hochladen. Richtig gut.
Ne, brauche ich morgen gar keine Folge hochladen. Wenn ich Glück habe, kriegt ihr heute zwei und dann morgen sind die anderen beiden oben. Ne. So, dann zockst du weiter, weil du denkst, kannst ja trotzdem die Zeit nutzen. Ne? Und dann fängt auf einmal der bescheuerte Nachbar da an zu bohren. Und wie bescheuert der immer bohrt, ne? Weißt du, anstatt der einfach mal ein Loch bohren kann, wie ein normaler Mensch. Ne, kannst du knicken. Naja, wie auch immer. Heini ist ausgepennt. Hat sich vorher noch was zu futtern geschnappt. Bei der Oma. Weil er schon nicht mehr gerade gehen konnte. Jetzt nochmal einen Hieb nachlegen. So, und Heini weiß ja schon, wo der Schatz liegt. Der hat ihn ja schon beim ersten Durchlauf, hat er ihn schon gesucht und gefunden. Und der ist auch, ehrlich gesagt, ist der nicht, also das ist, glaube ich, der leichteste Schatz bisher gewesen. Da. Schön in den Morgenstunden. So. Und jetzt guckt euch das an. Ist das eine Pracht? Ist das eine Pracht? Wunderbar, oder? So. Da ist er wieder. Das ist dann schon. Heini ist schon durch. Von dem ganzen Tag ist er schon durch. Jetzt findet er endlich den Reiter. So. Nochmal auf die Schatzkarte gucken. So. Thalmberg, fetten See. Eine Brücke kann man auch sehen, wie die da eingezeichnet ist. Warum die eine Hütte da rot ist, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall ist der wirklich nicht schwer zu finden. Ja. Hier ist die Brücke, die da gerade eingezeichnet war. Ja. Sieht echt schön aus. Ne? Würde ich mir auch eine Hütte da nehmen. Weil er stundenlang Kräuter gesammelt hat, ist Heini immer noch auf Kräutersammelmodus. Weil er eben so viele Kräuter eingesammelt hat und er meint, das nächste, dann gibt den Level up. Beim nächsten. Deswegen wird da jedes Kraut wird da irgendwo eingesammelt. So. Und dann gibt's hier so eine Senke. Da ist ein Typ drin. Hey, verpiss dich da. Ein Wilderer. Das ist nichts für deinesgleichen. Was willst du? In Fahrt also, mit dir. Ich denke mir, leck mich doch an Arsch. Willst du was? Pack dich, sage ich. Er droht mir, aber ist noch nicht aggressiv. Verschwinde von hier! Ich klaue ihm jetzt erstmal sein Wild. Weg mit dir, oder ich vergesse mich! Aber er motzt da immer noch rum. Ich habe dich gewarnt! Ja gut. Zeig, ja, da hat Heini leider. Also er wollte erst nur boxen und Heini zieht direkt das Schwert und dann zieht er auch den Knüppel, aber da ist mit zwei Dingern ist vorbei, da wird er von seinem Leid erlöst. So. Und Heini ist jetzt, glaube ich, ein Mörder. Auf jeden Fall stand da gerade was ich weder jetzt lesen konnte, noch während ich das gespielt habe, lesen konnte. Da muss ich wie ihr bei der Aufnahme auf Pause drücken, um das komplett lesen zu können. So, jetzt hat Heini ihn aus Versehen komplett gelootet. So, jetzt gucken wir nochmal. So, und offensichtlich ist das da die Schatzkiste. Dabei ist Heini mittlerweile recht souverän.
Ja, also im Prinzip könnte man den Schatz direkt nach dem Tutorial looten. So, da ist ein Büchlein drin, 200 Groschen, ein Bogen, ein Jagdhut, nochmal modische Schlappen und ein Rezept für den Trank des Nachtfalken. So, jetzt fällt Heini auf, dass die ganzen Sachen von seinem Opfer gestohlen sind. Ja, die Kunst des Aufbrechens. Das klingt immer so wie Schlossknacken, ne? Aber ich meine, Aufbrechen ist wirklich, wenn du hier so ein Tier ausnimmst. Du brichst das Tier auf. Die Jägersprache ist eine sehr archaische. So, auf jeden Fall kann Heini das noch nicht lesen, das Buch. Entweder weil er noch nicht die nötige Jagdfertigkeit hat oder noch nicht die nötige Lesefertigkeit. Das habe ich noch nicht rausgekriegt. Na. So. Ich weiß gar nicht, warum er da überhaupt guckt. Der ist definitiv schlechter als der, den er hat. Leder hat alles leider geklaut. Ja, Rezept kann er lernen. Er guckt nochmal den Hornstrauchbogen, aber naja, so. Dann haben wir den Schatz. So, und jetzt denkt sich Heini, scheiß die Wand an, was für ein Horrortag. Ne? Erst scheißt das Internet ab, dann dauert es angeblich 5 Stunden, bis eine Folge hochgeladen ist, dann fängt der Nachbar an zu bohren wie ein Bescheuerten, dann will er mal kurz hier so ein, ja, eine Demonstration fahren, wie schnell man eben beim Klötzespielen den Bogen leveln kann, beziehungsweise eigentlich habe ich gedacht, wenn ich noch mal mehr als 18 oder beziehungsweise 18 und drüber schaffe, dann sagt er mir nochmal, jo, kannst was von mir lernen, aber offensichtlich geht das nur einmal. Ja, also ich weiß auch nicht, ab wann der das dann sagt. Bei mir war es eben, wo ich 18 Treffer hatte von 20, das ist ja schon ordentlich. So, und jetzt diesen grauenvollen Tag will Heini abwaschen gehen. Deswegen, er läuft auf die erstbeste Tante zu. Guten Morgen. Ich würde gerne etwas über die Wilddiebe erfahren, die hier die Wälder unsicher machen. Wenn ich du wäre, würde ich Thomas den Badegehilfen fragen. Er hat in der Schenke herumposaunt, dass er Wildjagen war. Gott sei mit dir. Dann wissen wir schon von dem Jäger, dass es da Probleme mit Wilderern gibt. Und ich bin so ein bisschen unsicherer, weil wir haben ja da gerade so einen Wilderer getroffen. Ich will hoffen, dass Heini mir damit nicht eine Quest zerschossen hat, mit seiner Aktion. Der hätte noch einfach nur K.O. hauen können, aber nee, Heini muss gleich den Georg ziehen. So. Mein Gott, du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ja, hör mal, da sagst du was. Ich würde gerne etwas über die Wilddiebe erfahren, die hier die Wälder unsicher machen. Es gibt Fragen, die bleiben besser unbeantwortet. Aber geh zu Olena, wenn du Mumm hast. Das alte Klatschweib wird dir mehr sagen, als du wissen willst.
Ich möchte etwas bestellen. Und was darf sein? All inclusive. Alles, was dazugehört. Der Tag, der war so schlimm. Du wirst es nicht bereuen. So, und das ist eine echt hübsche, ne? Kann man ruhig mal öfter in das Badehaus vom Talenberg fahren. So, und jetzt wollte Heini nur mal eben schnell noch die bescheuerten Hirschhäute abliefern. Und dann kommt das nächste. Tut sich nämlich, ja, ich weiß noch nicht, was sich da auftut, aber auf jeden Fall hat der Gerber eine Menge zu erzählen. Deswegen, ich sage jetzt schon mal, ich klinke mich gleich mal kurz aus, damit ich euch nicht in den Text reinquatsche, ne? So, was dem Heini jetzt gerade auffällt, ist, nachdem er sich hat schrubben lassen, sind auch die gestohlenen Gegenstände alle sauber geschrubbt. Ja, also mal abgesehen jetzt von den Pfeilen, die er gerade aufs Pferd gepackt hat, sind die anderen Sachen alle clean. Weil ihm da gerade die Wachen da entgegenkamen und da hatte Heini die Befürchtung, dass die ihm wieder seinen Loot wegnehmen. Und das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Egal wie wertlos die Scheiße ist, die er da gefunden hat, sie gehört ihm. Das ist nun mal so. Der Betty. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, wir sind ja geflohen aus Thalenberg und sind dann in Rathai direkt gelandet. So. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Was? Zeig dich. Ihr habt Ärger mit Wilderern? Allerdings, ja. Ganz schön geschäftig, das Pack. Sie erlegen mehr, als sie tragen können. Ich hab schon öfter ein Kadaver im Graben liegen sehen. Weshalb würde jemand seinen Fang einfach wegwerfen? Das leuchtet mir nicht ein. Lose Zungen behaupten, die würden das nur tun, um den Grünrock zu ärgern. Irgendeine Idee, wer die Wilddiebe sein könnten? Wenn ich's wüsste, würden sie schon am Strick zappeln. Na, erzähl mir nicht, dass dir nicht zu Ohren kam. Ich hab gehört, dass Thomas, der Bursche aus dem Badehaus, sich das Maul vor kurzem zerrissen hat. Er meinte, er würde sich im Wald etwas Wildbret für die Dorfschönheiten besorgen. Verstehe. Hat irgendjemand die Wilderer selbst gesehen? Nein, nur das tote Wild, das sie liegen lassen. Aber Betty, das Weib vom Schmied, hat ihr Treiben beobachtet. Treiben? Was genau meinst du damit? Mehr hat sie nicht gesagt und mir war's egal. Weshalb würde jemand den Grünrock ärgern wollen? Er ist nicht der beliebteste im Dorf, das weiß jeder. Und dann gibt's noch die, die sagen, Hanekin Hase wäre zurück. Wer ist Hanekin Hase? Du bist nicht von hier, was? Der Hase ist sowas wie eine Thalenberger Legende. Er war hier einst der Jägermeister, doch dann ist er abgehauen. Und weswegen? Wie es der Zufall so will, weiß ich das ganz genau. Irgendein blaublütiger Pfau kam nach Thalenberg und eine Riesensache wurde daraus gemacht. Dabei hat sich der Hase mit einem Waffenknecht zerrauft und ihn in den Burggraben geworfen. Der arme Teufel hat sich das Genick gebrochen. Sie haben sich den Hasen geschnappt, aber bevor es vor Gericht ging, nahm er Reißaus. Weshalb würde jemand Nikolas ärgern wollen? Wegen seiner Gattin Margit. Der Hase hat damals ein Auge auf sie geworfen, aber sie hatte nichts für ihn übrig. Er war fuchsteufelswild deswegen. Tja, als er weg war, bekam Nikolas seinen Posten. Und wo ist er hin? Das weiß keiner so recht.
Es heißt, er hält sich in den Geheimgängen unter der Burg versteckt. Aber das sind doch alles Märchen. So wie ich das sehe, liegt der Mausetot unter der Erde. Ich möchte dich etwas anderes fragen. Danke. Mehr muss ich nicht wissen. Ich habe die Häute für dich. Das nenne ich Qualität. Genau das, was ich brauche. Hier, bitte. Hast's dir verdient. Benötigst du denn keine Häute? Doch, das Kloster hat Hasenhäute bestellt. Sie machen draus Gürtel gegen Rückenschmerzen. Würd mich nicht wundern, wenn der Abt selbst einen trägt. Alles Gute. So. Und beim nächsten Mal, hoffe ich, kriegen wir dann raus, wer Hannekin Hase ist. Ne, deswegen, das ist so, wo ich sage, da tut sich wieder so eine neue Geschichte auf. Aber ich bin an der Stelle jetzt erstmal raus. War ein harter Tag. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was.